Ich glaube, er hat keine Lust dazu. Übrigens habe ich mich ein bisschen über Sie informiert. Sie haben ziemlich viel Dreck am Stecken. Sie müssen nicht alles glauben, was Ihnen Ihr Computer erzählt. Warum sollte ich Sie nicht einfach mitnehmen und mir die $10,000 verdienen? Weil Sie mich zuerst mal festnehmen müssten. Wollen Sie mir drohen? Das finde ich lustig. Los, Hände auf den Wagen. Was ist? Sind Sie vielleicht schwerhörig? Soll ich vielleicht lauter reden? Tut mir leid, aber Sie haben es nicht anders gewollt. Ich will endlich wissen, wo mein Dad ist. Hey! Reden Sie schon. Na, wird's bald. Ich habe keine Ahnung. Er hat nur immer wieder gesagt, dass Cochrane ihn finden wird. Das Schlachthofviertel. Wie damals bei der berühmten Schießerei. Nicht für ungut. Hey! Mann, das können Sie doch nicht machen! Ganz ruhig. Dad! Verschwinde, alles in Ordnung. Nein, ist es nicht, wenn du abdrückst. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. In ein paar Tagen hänge ich mein Abzeichen sowieso an die Wand. Das ist doch keine Lösung, Dad. Ich will nicht in Pension gehen und mich bei jedem Schritt umdrehen müssen. Das ist doch kein Leben. Hab ich nicht recht, mein Sohn? Entschuldigung, aber diese Diskussion wurde langsam langweilig. Darf ich mal? Los, darüber. Jetzt weiß ich endlich, woher Ihre Unentschlossenheit kommt, Reno. Das darf man gar nicht laut sagen, wie oft er Gelegenheit hatte, mich zu erwischen. Aber jetzt weiß ich, ihm fehlt der Mut. Und das liegt wahrscheinlich in der Familie. Das war nie und nimmer der Grund. Ach, ihr Asphalt-Cowboys, ihr amüsiert mich wirklich. Wenn ihr euch nicht schmieren lasst oder bei Fluchtversuchen die Augen schließt, dann kommt ihr schon vor der Verhandlung mit Entschuldigung. Und Sie halten sich für besser? Sie wollen ihn gar nicht vor Gericht stellen, Sie wollen ihn bloß in einem Sarg mitnehmen. Geben Sie mir Ihre Waffe. Klar. Dad! Na los, Reno. Steig auf deine Maschine und verschwinde. Was hast du vor, Dad? Tu, was ich dir sage. Denn sonst wird dir das Schwein erschießen. Ich werde ihn eine Stunde festhalten. Damit hast du genug Vorsprung. Geh, mein Sohn. Ist schon gut. Es ist alles gut. Hallo, Barney. Guten Morgen, Doug. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Kaffee? Was ist mit dir geschehen? Oh, eine ganze Menge. Hier, Bob Cochranes Nachruf, lies mal. Auf der Flucht vor Sergeant Douglas Raines wurde der tatverdächtige Bob Cochrane von Lieutenant Donald Dixon, einem Polizisten aus Kalifornien, der in dem Fall aushalf, erschossen. Wenigstens haben Sie meinen Namen richtig geschrieben. Diese Stadt hier gefällt mir langsam. Mein Flug hat leider 2 Stunden Verspätung.
Ich behalte mir das Recht vor, die Bedienung zu verweigern. Oh, das macht nichts. Ich bin nur gekommen, um dem Sarge alles Gute zur Pensionierung zu wünschen. Wissen Sie, was ich glaube? Bei Ihnen wird das einer dieser Fälle, von denen man in der Zeitung liest. Er machte 40 Jahre lang denselben Job und als er aufhören musste, ist er vor Langeweile gestorben. Tut mir leid, aber ich muss Sie enttäuschen. Ich habe meine Pläne geändert. Ah ja? Oh ja. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Mir ist nämlich Folgendes klar geworden. Solange es Cops wie Sie gibt, braucht man Cops wie mich dringend als Ausgleich. Wenn das nicht nobel ist. Ja, finde ich schon. Und was Sie betrifft, Lieutenant, Sie verschwinden jetzt am besten aus unserer Bar. Und auch aus meiner Stadt, ist das klar? Kein Problem, Sarge. Ich jage nämlich einen flüchtigen Verbrecher. Ach, Dixon? Tun Sie mir einen Gefallen? Falls Sie meinen Sohn sehen sollten, richten Sie ihm bitte aus, dass ich stolz auf ihn bin.